Hallo und herzlich willkommen zu Plan Zoo. Mein Name ist Knorke und ich freue mich, dass du dabei bist. Unterm letzten Video stand ein Kommentar, der mich aufhorchen ließ. Und zwar soll ich angeblich ein Gebäude falsch rum platziert haben, was eigentlich ausgeschlossen ist, weil ich immer explizit darauf achte. Denn es handelt sich um das Mitarbeitergebäude. Dort stand im Kommentar, die sollen angeblich durchs Fenster huschen. Und wir sehen hier überall... Oh mein Gott, oh Mist. Okay, wir sehen hier überall Türen, außer bei dem hier. Warum sich das verschoben hat, keine Ahnung. Wir werden das jetzt mal ganz kurz korrigieren. Warum habe ich denn eigentlich einen Weg hier hingesetzt? Keine Ahnung. Und ich habe mich doch in der letzten Folge gewundert, warum wurde denn da kein Weg platziert? Also das ist ja komisch. Naja, werden wir jetzt auf jeden Fall mal kurz korrigieren. Das heißt, Mitarbeitereinrichtungen und dann brauche ich einmal ganz kurz den Mitarbeiterraum und den setzen wir dann selbstverständlich wie in der letzten Folge richtig rum. Ich hoffe einfach, dass die Save-Datei das jetzt nicht wieder verschiebt, dass das wieder uns angeheftet wird. Auf jeden Fall in dieser Folge möchte ich dann gerne einmal ganz kurz gucken, ob der Weg da platziert wurde. Ja, ist der Weg hier platziert worden oder nicht? Das frage ich mich jetzt gerade. Ich bin da wirklich unschlüssig. Ich bin da ein bisschen ängstlich, aber anscheinend wurde der platziert. Okay, ich würde gerne in dieser Folge erstmal auf Play drücken. Dann würde ich gerne die Lampen hier platzieren. Das heißt, hier würde ich gerne, wir schauen mal ganz kurz nach, welche Lampen uns zur Verfügung stehen. Im Idealfall sollen es chinesische, asiatische Lampen sein. Wir können natürlich auch umswitchen auf, ich sag mal, irgendwelche Weglampen, die uns vielleicht gefallen werden. Wir haben hier den Ganges-Gavial, da ist eine Überbelegung, warum auch immer, das schauen wir mal ganz kurz nach. Wir schicken mal ganz kurz einen Techniker hin, weil wir haben ja eine Barrierestatus von 63% und ein bisschen wenig. Wir sehen hier ein paar Krokodile, ein paar große und zwar 1, 2, 3. Dann sehen wir hier zig Milliarden kleine Krokodile und ein paar mittlere. Mhm. Wie viele haben wir denn insgesamt jetzt aktuell hier? Gehege auswählen. Warte mal, wir schauen mal ganz kurz nach. Wir haben hier 31 Tiere. Das werden wir natürlich ein bisschen korrigieren müssen. Ich weiß aber ehrlich gesagt noch nicht ganz wie. Warte mal, ich muss mal ganz kurz gucken. Verbrechen haben wir gar keine. Okay, Ganges-Gavial. Wir haben da 31 Tiere, aber beim Ganges-Gavial ist halt das Problem... Pass auf, wir haben hier nur 4 erwachsene Tiere und der Rest Jungtiere. Jetzt können wir natürlich sagen, pass auf, die lassen wir beide frei und den lassen wir frei und den. Ja, und das war's dann. Weil die Jungtiere können wir ja noch nicht freilassen und das sind alles Goldtiere. Freilassen. Okay, wir lassen erstmal 3 erwachsene Tiere frei. Dann haben wir Afrika-Großgehege. Uiuiuiui, da müssen wir mal einen Tierpfleger und Techniker hinrufen. Dann brauchen wir Leistenkrokodil. Tierpfleger und Techniker hinrufen. Afrika-Großgehege haben wir schon gemacht. Leistenkrokodil haben wir auch gemacht. Dann haben wir hier beim Warzenschweingehege natürlich wieder ein Problem mit der Sauberkeit. Weil wir haben ja in der letzten Folge festgestellt, da sind ein paar Tiere zu viel. Wir haben, möchte ich mal kurz anmerken, 20 in Zahl. Wir haben da Kängurus und wir haben... Was ist mit dem hier eigentlich? Weil, pass mal auf, ich klicke jetzt einfach mal auf dieses Gehege hier und dann gehe ich auf Tiere und da habe ich ein komisches Symbol. Was heißt das denn hier? Also das heißt Tier infiziert, okay. Und da war doch gerade ein Symbol, was ich nicht ganz zuordnen konnte. Aber wir haben hier sehr viele Albino-Tiere, ne? Kroas! Sehr cool. Okay, der boxt. Das ist so der Mike Tyson der Kängurus. Dann haben wir Warzenschweine. Da ist eigentlich ein Tierpfleger unterwegs. Ja, der rennt schon. Sehr schön. Wir haben Bildungstiefe, Stromquelle nicht erreichbar. Warum? Warum ist diese Stromquelle nicht erreichbar? Haben wir die nicht zugefügt zum Arbeitsplan? Eigentlich schon, oder?
Ja, warte mal, wir schauen mal kurz nach. Arbeitsbereich Asien war das, ne? Asien. Okay, füge ich erstmal das Gebäude hinzu, was ich ja wieder mal richten musste. Okay, aber dieses hier ist aber zugewiesen, wenn ich das richtig gesehen habe. Warte mal, wir schauen nochmal ganz kurz nach. Aber ich meine, pass auf, wir gehen in meinen Arbeitsbereich Asien. Und das ist grün. Das heißt, es ist doch zugänglich. Oder sehe ich das falsch? Oder muss ich hier noch einen Weg platzieren? Ich glaube, jetzt ist es verbunden. Ich habe keine Ahnung. Es ist manchmal echt kompliziert. Also, das verstehe ich nicht so ganz, weil ich bin jetzt auch hier unten so ein bisschen misstrauisch. Okay, pass auf. Wir brauchen Wegelampen. Ne? Also, ich hoffe jetzt mal, dass irgendwann mal dunkel wird. Krankheitsrisiko, Krankheitsrisiko. Ja gut, aber Känguru haben wir uns drum gekümmert. Warzenschwein haben wir uns, im Großgehege haben wir uns auch drum gekümmert. Warzenschweine. Ja gut, da haben wir uns überall drum gekümmert. Okay, wir schauen mal ganz kurz nach. In der Zeit kümmern sich die Tierpfleger drum. Also, dafür bezahle ich die auch. Wir haben hier die afrikanische Wandbeleuchtung. Die ist ja schön. Aber in dem Fall unpassend. Leider. Dann haben wir hier die Steampunk-Beleuchtung. Die könnte man hier hinsetzen. Theoretisch. Ist halt natürlich die Frage jetzt, wie hell die ist. Weil wir haben aktuell 15.45 Uhr und wir brauchen natürlich eine Uhrzeit, wo dunkel wird. Wo wir sehen, aha, es wird dunkel. Jetzt müssen wir mal gucken. So, die sind permanent an. Dann warten wir, glaube ich, noch mal kurz, bis... Ist das jetzt eigentlich korrigiert worden hier oben? Okay, hier ist Tierpfleger und Barrierestatus Hinrichter unterwegs. Warzenschweine, ich glaube, da haben wir zu viele, oder? Warte, ich gucke nochmal ganz kurz nach. Warzenschwein. So, was haben wir denn da? Also, pass auf. Die schicken wir eigentlich... So, die schicken wir in Quarantäne. Quarantäne. So, die kann man ja nicht alle auf einmal in Quarantäne schicken, warum auch immer. Das heißt, wir müssen die jetzt alle einzeln in Quarantäne schicken und sonst merken, wen wir dahin schon verfrachtet haben. Wir sind jetzt bei Fadil. So, dann haben wir Winder. Und ganz ehrlich, die Warzenschweine haben wir schon des Öfteren, wirklich des Öfteren, in Quarantäne geschickt. Ist jetzt nicht das erste Mal. Also, ja, sind so Problemkinder. Aber ich kann mich auch nicht von denen trennen, muss ich ganz ehrlich sagen. So, Tawandi haben wir schon in Quarantäne geschickt. Dann haben wir... Schicken wir auch noch in Quarantäne. Dann haben wir noch Govon. Schicken wir natürlich auch in Quarantäne. Wir brauchen endlich mal Nachtzeit, wo wir dann gucken können wegen der Beleuchtung. Aber in der Zeit schicken wir einfach alle in Quarantäne. Dann haben wir noch die drei. Und so wie ich höre... werden alle gerade in Quarantäne geschickt. Das heißt, wir brauchen dafür keinen Tierpfleger. Tierärzte, ne? Nee, Tierpfleger kommen auch. Sehr gut. Also haben wir alles richtig gemacht in der letzten Folge, wo wir dann die Tierpfleger gekündigt haben. Die Japan-Kakerlaken. Das dürfte kein Problem sein, weil im Arktisbereich haben wir aktuell... Alter, was ist denn hier los? Okay, wir schicken hier mal kurz den Sauberkeit ist da und den Tierpfleger hin. Afrika Großgehege. Da sind alle unterwegs. Die sind alle krank. Okay. Theoretisch bräuchte ich ja nur einmal neu starten und dann läuft es. Ist so. Twinkle, Hallöchen. Ich sag mal ganz kurz Hallo, währenddessen die Mitarbeiter da sich um was kümmern. Dann haben wir Nekur, Hallöchen, André, Sim-Motorbiker, Hallöchen, Devils, Hallöchen. Dann haben wir
Gar Budorf, Hallöchen. Dann Hamburger 88, hallo. LCS One, hallo. Dann haben wir Jakob Helum, Hallöchen. Und 1893 Zocker, Hallöchen. Bonjour, hallo. So, die haben wir Hallo gesagt. Dann haben wir Quarantäne ist voll. Das wird sich aber widerlegen. Wir haben jetzt aktuell eine Auslastung wahrscheinlich von 100%, aber da werden wir nach und nach natürlich die Warzenschweine wieder freilassen. Wir haben 229.000. Haben wir irgendwelche Problematiken bezüglich westafrikanischer Löwe? Nee, wahrscheinlich nicht, ne? Wahrscheinlich haben wir da 1:3. Alter, so viele Jungtiere, so viele Jungtiere. Ich weiß nicht, wohin damit. Krankes Tier entdeckt, Spießbock. Okay, schicken wir mal in Quarantäne. Schicken wir auch in Quarantäne. Auch in Quarantäne. Auch in Quarantäne. Jetzt ist halt die Frage, müssen wir die wieder rausholen? Weil normalerweise war das ja immer so, dass wir sagen mussten, pass auf, du gehst in Quarantäne und jetzt gehst du wieder raus. Vorher, irgendein Update vorher war halt, bevor das Update kam, war halt so, du gehst in Quarantäne, kommst automatisch wieder raus. Ich hoffe einfach mal, dass das jetzt wieder genauso ist. Dann Okapi. Moment. Beide schwanger. Ja. Ja. Okay, rotes Känguru. Können wir nachgucken, aber Okapi kann ich leider nichts machen. Ist halt problematisch. Ja, rotes Riesenkänguru. Rotes Riesenkänguru. Habe ich da schon was markiert? Das sollte eigentlich nicht. Warte mal, wen habe ich denn da jetzt markiert? Gar keinen. Okay, wir haben hier einmal ein Weibchen. Alt. 15,8 Jahre. Dann hätten wir hier... Können wir freilassen. Die Albinos würde ich gerne halten, tatsächlich. Dann haben wir hier Gold. So, dann hätten wir hier ein Männchen. Der hat gar keinen Anspruch. Ist ein Nichts. Dann haben wir hier wieder ein Gold. Okay, dann können wir den freilassen. Und die können wir auch nicht freilassen. Okay, die können wir nicht freilassen, wegen unfruchtbar. Okay, wir haben jetzt schon mal auf jeden Fall ein paar da freigelassen. Das ist schon mal sehr gut. Das heißt, da haben wir schon mal keine Problematik mehr vorhanden. Warzenschweine, ja gut, Warzenschweine haben wir ja festgestellt. Es sind sehr viele. Und die sehr viele müssen wir vielleicht auch mal freilassen. Okay, Warzenschwein ist in Quarantäne. Kann ich auch nicht freilassen. Gut, dann schauen wir mal bei ihr nach. Okay, pass auf. Sie können wir freilassen, die können wir freilassen. Die können wir nicht freilassen, weil die in Quarantäne sind. Der ist Gold. Die sind alle in Quarantäne. Den können wir freilassen. Den können wir freilassen. Sie können wir freilassen. Das ist eine Sie, die können wir nicht freilassen. Den können wir wieder freilassen. Alter, das ist so ein Hin und Her hier. So, dann haben wir da schon mal ein paar Tiere freigelassen. Okapi. Ja. Spießbock. Okay, Spießbock, ganz ehrlich, 22 Tiere ist ein bisschen viel. Sagen wir auch mal ganz kurz Tschüss. Spießbock. Da sind auch schon wieder Infizierte. Okay, was haben wir denn hier? Wir hätten... Oh. Okay, freilassen. Freilassen. Wir schauen mal ganz nachher nach, was wir hier alles freilassen. Okay, der ist auf jeden Fall Gold. So, so müsste das passen, ne? Wir haben 211.000 Blätter. Wollte ich nur mal kurz anmerken. Und es ist immer noch nicht dunkel. Es muss langsam dunkel werden! Knips die Lampe da oben aus!
Wasseraufbereitung ist kaputt gegangen. Okay, pass auf, da schicken wir einen Techniker hin. Zoo-Quarantäne ist voll. Ja gut. Die müssen ja jetzt kuriert werden und dann werden wir sie freilassen. Oh, warte mal, da fällt mir ein. Moment, da fällt mir ein. Wo kann ich jetzt die Infizierten nachgucken? Moment. Die werden mir hier gar nicht angezeigt, ne? Infizierte werden mir hier gar nicht angezeigt. So, was haben wir denn da? Altermäßig. Okay, freilassen, freilassen, freilassen. Okay, pass auf, da haben wir drei Japan-Kakerlaken. So, dann schauen wir mal ganz kurz nach. Bei den Japan-Kakerlaken haben wir noch zwei Weibchen. Männchen können wir auch freilassen. Männchen, Männchen. Männchen. So. Und dann war bei den großen Was ist hier los? Überbelegung, ne? Wahrscheinlich Überbelegung. Ja. Okay, aber beim Leistenkrokodil kann ich halt nichts machen. So, großer Panda. Großer Panda. Großer Panda da. Okay, was hat die für... Okay, ich lasse die drei jetzt mal frei. Nein? Okay, ich lasse die drei mal frei oder beziehungsweise verkaufe die. Moment. Großer Panda. So. Umsiedeln. So, und dann schauen wir mal ganz kurz nach. Dann kaufen wir mal kurz, kurz große Pandas. Aber ich glaube, dass wir fast nicht... Großer Panda, so. Hallo? Bestätigen. Oh, wir kriegen... Ja, 18,2 Jahre, ja moin. Wir können doch dann noch sortieren. Das heißt, 10.000. Ich meine, wir haben genug, ja. ...6.900... ...33%. Ich glaube, die beiden kaufen wir. Den, also sie... ...und... ...Moment... ...ihn. Für 6.900. Ja, wir könnten natürlich für 10.000 auch jemand kaufen. Aber ganz ehrlich, 3.100 gespart. Der hat 100%, ne? Also, gut, die Größe ist halt nicht immer relevant. So. Das heißt, wir haben jetzt zwei neue Pandas. So, die Leistenkrokodile. Schauen wir mal ganz kurz nach. Leistenkrokodile. Leistenkrokodile. Wie alt könnt ihr werden? Nur mal so gefragt. Oh. Oh, oh, könnte es sein, dass es vielleicht ein Albino ist? Blasse, graugrüne, schuppige Haut mit dunkler Musterung. Mhm. Pass auf, ihn lassen wir frei. Definitiv, weil er ist nicht Gold. Aber ich hätte halt gern die Blass... wie hieß sie jetzt? Blassgrün oder so? Die hätte ich schon gerne. Die hätte ich schon echt gerne. Ja, schön, dass wir jetzt hier weitergekommen sind. Ah, es wird langsam dunkler. Was haben wir denn noch? Krankheiten. Leistenkrokodil. Techniker rufen wegen Überbelegung. Hä, wieso Überbelegung? Warte mal.
Leistenkrokodil. So, Wikipedia, was haben wir denn da? Ein Männchen, ein Weibchen. Oh, das sind Einzelgänger. Oh. Okay. So, dann können wir sagen, die beiden lassen wir frei. Ne, dann hätten wir hier auf jeden Fall die mit der blassgrau-grünen. Ist halt auch grün, ne? Gold. Warzenschwein. Viel Müll vorhanden. Ja, pass auf, da müssen wir uns in der nächsten Folge mal drum kümmern, weil da habe ich einen Plan nämlich zurechtgelegt, tatsächlich. Ist so. So. Da habe ich mir nämlich tatsächlich einen Plan zurechtgelegt und den werde ich wahrscheinlich in der nächsten Folge dann mal berücksichtigen. Hat unter anderem hiermit zu tun. Also nicht, dass die Leute da durchglitschen, sondern ich glaube, ich habe da einen Plan. Ich guck mal, ich hoffe, dass das funktioniert. Auf jeden Fall bedanke ich mich fürs Zusehen, bedanke mich fürs Zuhören, wünsche dir noch einen schönen Tag. Bis dann. Tschüss.